Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Zweitliga-Heimspiel in der MDCC-Arena gegen den FC St. Pauli. Endstand vor 24.287 Zuschauern 1:2. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner MHKW. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer Fabian Hürzeler und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Fabian Hürzeler. Statement zum Spiel, bitte. Ja, moin zusammen. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Zweitligaspiel gesehen haben, ein sehr intensives Zweitligaspiel. Wir sind gut reingekommen, vor allem die ersten 20 Minuten haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Einfach Fußball gespielt, immer wieder die Seiten auch verlagert, hatten dann auch nach dem Standard Cello eine riesen Torchance. Ich glaube, Connor hatte eine große Torchance, also hätten wir wirklich auch in Führung gehen können. Und danach haben wir dann einen einfachen Fehler im Spielaufbau gemacht, wo dann Magdeburg sehr gut umgeschalten ist. Und das war dann so ein kleiner Bruch für uns. Ja, dann haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, den Ball zu schnell weggegeben. Auch dann teilweise mit der Außenseite gespielt oder kompliziert gespielt, wo wir es eigentlich einfach hätten halten müssen. Und dann war Magdeburg deutlich besser im Spiel. Ich glaube auch, dass sie dann verdient in Führung gegangen sind mit 1-0 nach einem einfachen Fehler von uns. Und dann haben wir uns trotzdem in der Halbzeit auch vorgenommen, ja, überzeugt zu sein von uns und den Weg weiterzugehen, weil ich glaube, dass nicht alles schlecht war in der ersten Halbzeit. Und das haben genau meine Jungs in der zweiten Halbzeit dann auch gemacht. Ich glaube, bis auf eine Torschuss haben wir sehr wenig zugelassen, waren sehr präsent, waren konsequent in der Box auch und haben es dann auch im letzten Drittel gut zu Ende gespielt. Ja, und dann haben wir uns mit dem 2-1 dann auch belohnt und das freut mich natürlich umso mehr, dass auch meine Mannschaft Moral bewiesen hat und immer an ihre eigene Stärke und den Glauben an sich selbst hatte. Ich wünsche natürlich auch Magdeburg weiterhin viel Erfolg in der Saison. Danke. Danke, Fabian Hürzeler. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, Fabian, Glückwunsch zum Auswärtssieg. Es war in der Tat so, dass... Nochmal Fabian, Glückwunsch zum Auswärtssieg. Es war in der Tat so, dass wir die ersten 15, 16 Minuten, dass es da so hingeplätschert ist, St. Pauli zweimal auch eine Möglichkeit hatte. Danach haben wir dann aber ab Minute 20 das Spiel kontrolliert, hatten da schon drei richtig gute Möglichkeiten, machen dann das 1-0 für uns und gehen in die Halbzeit raus. Und dann war ein Momentum, wo das Spiel spätestens nach 15 Minuten entschieden ist, weil wir dann zwei Riesenchancen hatten, nicht eine, zwei. Es war einmal Moel Hankouri, der aus 8 Metern den Ball leider nicht richtig trifft und damit Lukas Danios, der frei vom Torwart steht. Und in dem Moment ist ein Spiel, kann ich jetzt nicht sagen, entschieden, aber wir hatten es einfach verpasst, das mit dem 2-0 den Deckel ein Stück weg drauf zu machen, weil wir da gut im Spiel drin waren. Dass St. Pauli eine Qualität hat, das haben wir ja auch schon vorher gesagt, wie sie mittlerweile ihr Spiel umgestellt haben, dass du da auch immer wieder mit Eingaben aufpassen musstest. Und letztendlich kriegen wir das erste Tor durch einen Eckball, wo wir in der Zuordnung nicht klar drin sind und bekommen den gegen uns. Und eigentlich ärgert mich viel mehr das 2-1, weil wir mussten beim Einwurf für uns den Ball auf unseren Zielspieler klar kontrollieren, was wir nicht getan haben. Dann kriegen wir den Freistoß für uns, dann haben wir wieder den Ball und können einen Konter einleiten und verlieren den Ball, völlig unnötig. Und dann ist es noch so, dass wirklich noch beide Innenverteidiger rausrücken und hinten aufmachen, weil normalerweise geht Jamie raus, eine andere bleibt beim Mann und dann ist die Situation ungefährlich. Und dann gehen wir hier 2-1 in Rückstand und dann wird es natürlich schwer. Deswegen, das war, fand ich, auch ein gutes Spiel, ein Spiel wirklich auf Augenhöhe, wo die Mannschaften sich viel, viel genommen, aber auch viel gegeben haben und St. Pauli auch seine Möglichkeiten hatten, wir aber letztendlich vorher vergessen hatten, einfach das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Ja, Janik Sammert für die Volksstimme. Hallo Herr Tietz, Sie haben gerade schon sowohl über das gute Spiel als auch über die ärgerlichen Fehler gesprochen. Wie würden Sie Ihre Gemütslage aktuell nach diesem Ausgang der Partie beschreiben? Ich glaube, so wie es eben bei uns heute geht, dass wir wissen, dass wir hier heute etwas liegen lassen haben, was aber in unseren Händen gelegen hat. Also wir können das gar nirgendwo anders suchen, sondern es liegt bei uns. Über die Fehler wurde diese Saison schon oft gesprochen, auch vor dem Spiel haben wir das wieder thematisiert. Warum war es wieder ein Eckball und warum war es wieder ein Ballverlust? Woran liegt das, dass es sich wiederholt? Wir haben den Eckball natürlich vorher, die Eingabe der Spieler, der in Köpf köpft, dann wieder zum Eckball raus, anstatt vom Tor weg. Und du kannst Standardsituationen auch nicht immer hundertprozentig verteidigen, weil Gegner durchaus auch ihre Qualitäten hat. Aber hier hat es einfach daran gelegen, dass der Spieler komplett frei zum Kopfball gekommen ist. Aber die Situation ist natürlich auch die, wenn du so gute Einschussmöglichkeiten wie wir hattest davor, die ja wirklich klar waren,
dann kannst du halt mit 2-0 das Spiel auf deiner Seite beruhigen, weil bis dahin haben wir dann ab Minute 20 schon eine Spielkontrolle drin gehabt und haben wenig zugelassen. Dann noch eine Frage zu Tim Sechelmann, beziehungsweise eine Bitte, könnten Sie ein paar Worte zu ihm sagen und dann die Frage, warum Sie ihn heute aufgestellt haben? Also nichts, mein Team hat ein paar Minuten gebraucht, das hat man gesehen, hat zu länger nicht mehr gespielt, aber es war klar, wir wollten einen Spieler holen, weil es auch ein Spieler war, der präsent eng in den Zweikämpfen drin ist, der insgesamt eine gute Trainingswoche hinter sich hatte, der auch in der Luft dir ein Stück weg was gibt und nach den Anfangsminuten war er dann wirklich drin, hat uns hinten auch eine gewisse Stabilität gegeben. Was war die Intention zu sagen, er kommt rein, Silas geht raus? So wie ich eben gesagt habe, weil er einfach im Infight gut drin ist. Wir wussten, wir kommen aus einem Gegner, wo auch in diese Räume, in diese Halbräume, da ist er im Zweikampf stark, da ist er im Körper mit drin und da holt er dir auch was in der Luft weg. Alles klar, danke schön. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Pressekonferenz unseren Gästen guten Heimweg und soweit es geht, dann noch ein schönes Wochenende. Danke.